So, es ist jetzt 3 Minuten nach 3. Das Webinar hat sich weiter gefüllt. An dieser Stelle also noch einmal herzlich willkommen und zu diesem ersten Webinar mit En-ROADS in deutscher Sprache. Es gab ja schon vorher immer mal wieder Webinare auf Deutsch, aber jetzt mit En-ROADS auf Deutsch. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und dass Sie mit daran teilnehmen, En-ROADS kennenzulernen auf diese interaktive Weise. Herzlich willkommen also zu diesem En-ROADS Klima-Workshop. Wir nehmen die GoToWebinar-Software hierfür, die Plattform. Sie haben ja schon so ein bisschen was ausgetestet und schon ein bisschen was hineingeschrieben. Sie haben hier oben auf der linken Seite können Sie das Control Panel einklappen. Hier können Sie, weil Sie sind gerade alle stumm geschaltet, weil wir doch relativ viele sind, dann eventuell die Sprachsteuerung aufheben. Und hier unten geht es rein in die sogenannte Questions Box. Und da, wenn Sie später während des Webinars Fragen haben, dann ist das der richtige Ort, um diese Fragen um diese Fragen zu stellen. En-ROADS, Sie haben den Newsletter bekommen, Sie wurden vielleicht auch über die sozialen Netzwerke darauf aufmerksam, ist entwickelt von Climate Interactive gemeinsam mit der MIT Sloan Sustainability Initiative. Und es gibt jetzt ein Projekt, das von der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg aufgesetzt wurde, die Materialien für En-ROADS zu übersetzen ins Deutsche. Da freue ich mich sehr drüber. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich an der ESB Business School der Hochschule Reutlingen koordinieren dieses Projekt und die professionelle Übersetzungsarbeit wird von der Sprachwerkstatt Berlin getätigt, die wir dafür gewinnen konnten, das zu machen. Bevor wir jetzt offiziell starten, gibt es auch noch ein paar Begrüßungsworte zu diesem ersten Workshop auf Deutsch. Und zwar ist Drew Jones hier von Climate Interactive und auch Herr Wehle von der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg vom Umweltministerium. Bitte sehr. All right, Drew. thank you. Thank you. Happy to see you all. My name is Andrew Jones. I am the co-founder, co-director of Climate Interactive, and we're the think tank that grew out of MIT that, along with partners such as Professor Kottmeyer and many others, developed the En-ROADS simulator. And first, I just want to acknowledge Professor Kottmeyer, your bold leadership. You have been the most effective ambassador of getting these tools, these cutting-edge simulator tools, into the use in educational systems, in government systems, and of course, particularly along with this great partnership with you, Mr. Vila. It's remarkable. You are the first government body. You were the first government body to really pick up these tools and use them so effectively in education. I remember the day when Florian showed me what you had translated, this really great guide to SeaRoads and our World Climate Game. It was a breakthrough for us here, one that we thought was many years off, but you made it happen. And now, translating En-ROADS into German, we're just thrilled to see this progress. So thank you to you and your ministry and to all the people who could use the simulator in business, in policy, in education, in civil society. We see so many applications out there, but not if there isn't partnerships like the ones that you've created together. So we're just thrilled about it. And of course, we've been seeing these successes here. Our lead climate envoy for the Biden-Harris administration is John Kerry. We had an hour and a half with him playing with this simulator to think about what the world needs to do to get on track when it comes to carbon removal and coal, oil, gas, renewables, trees, all of that. I just want to note, though, to some degree, this is about climate policy and education and simulators. But the bigger thing that's really happening here is the possibility, a step towards the possibility that people from different countries around the world, we just now translated the model into Chinese, Germany, United States, China, some of these leaders can come together to create a shared vision of where we could address this global crisis. We need to do it together.
And this work that you're doing with En-ROADS is one step towards saying we can create a shared vision, a shared plan of 7.8 billion people on Earth towards a common goal. So thank you, and please do all you can to put these great ideas into action in the world. Thank you very much, Drew, for your kind words and your time to that you took today. Yeah. Thank you very much. Okay. Habiba, thanks. Would you like to say a few words? Ja, vielen Dank dafür, dass Sie mir das Wort erteilen. Vielen Dank dafür, dass ich Teil dieser Bewegung sein kann mit unserer Initiative Nachhaltigkeitsstrategie in Baden-Württemberg. Wir haben hier natürlich auch, wie alle Länder hier in Deutschland, unsere Klimaziele gesetzt. Und vor kurzem hat noch unser Minister darüber gesprochen, dass wir nun das Ziel 2020 erreicht haben. Er war allerdings auch so ehrlich zuzugeben, dass wir es vor allem auch deswegen geschafft haben, weil die Pandemie doch etliche CO2-Emittenten heruntergebremst hat. Das heißt, wir haben noch eine große Aufgabe vor uns. Und wir haben auch frühzeitig erkannt, dass es einfach nicht nur genügt, Regelungen zu machen, sondern auch Personen, Leute mitzunehmen auf diesem Weg zur Reduktion der CO2-Emissionen. Wir waren deswegen auch sehr interessiert daran, dass die Möglichkeit bestand, dieses En-ROADS auf Deutsch zu bekommen, um es einzusetzen. Ursprünglich dachten wir, das ist eine tolle Sache, mal in Schulen, in Hochschulen. Und dafür sind wir dann auch sehr vertieft eingestiegen. Zwischenzeitlich wächst bei uns allerdings auch die Erkenntnis, dass ein solches Projekt mit einer Simulation die Ergebnisse unmittelbar erkennen lässt, auch wunderbar einsetzbar ist, etwa in unserem Klimabündnis, das wir mit Unternehmen im letzten Herbst geschlossen haben. Unternehmen haben sich verpflichtet, CO2-neutral zu werden und sich auf diesen Weg zu begeben, ihre CO2-Ausstoß zu bilanzieren, Maßnahmen zu ergreifen. Und dafür ist es, und diese Fragen kommen zuhauf natürlich an bei uns, wichtig zu erfahren, welche Hebel habe ich eigentlich, welche sind wirksam, welche sind weniger wirksam. Davon und vom Einsatz eben auch dieses Simulationsprojektes versprechen wir uns deswegen durchaus Wirkung, Erkenntnis in dem Sinn, dass die Personen, die es anwenden, selbst davon sich überzeugen können, dass es wirkt und dass jeder Einzelne auch Wirkung erzielen kann und etwas tun kann. Und nun will ich Sie dem Workshop überlassen. Vielen Dank nochmal für die Gelegenheit. Wieder schauen. Florian, you're on mute right now, so we can't hear. Ja, yeah, thanks. Vielen Dank, Herr Wehle, für Ihre Worte. Und ich freue mich sehr, dass wir da auf einem gemeinsamen Zug unterwegs sind und dass wir alle diese Idee haben, dass diese Simulationsmodelle, diese interaktiven Simulationsmodelle eben sehr gut funktionieren. Und deswegen wollen wir jetzt auch starten. Also genug geredet. Hier geht es um ein interaktives Klimasimulationsmodell und deswegen wollen wir damit starten. Also, worum geht's? Ich gebe eine kurze Einführung und dann werden wir auch dann schon gleich spielen. Hier sehen Sie es schon in Aktion. Bei einem großen Workshop sozusagen, das, was wir jetzt virtuell machen in Fernost, wo die Leute sich noch treffen konnten. Bei dem sich Leute noch treffen konnte damals. Also, kurze Hinführung, darum geht es gleich, den werden wir gleich benutzen. Hier die Motivation, En-ROADS zu entwickeln, ist gewesen die Einsicht, dass die Klimawissenschaftler so lange schon predigen, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas tun. Und es werden Folien gezeigt und nochmal Folien gezeigt. Und eigentlich denke ich, oh nein, nicht schon wieder eine Klimavorlesung. Und es wird doch irgendwie so wenig relativ gesehen zu dem, was getan werden muss, eigentlich umgesetzt. Und die Erkenntnis, warum das so ist, liegt eigentlich darin, gibt sehr viele Publikationen darin, in der Risiko- zur Risikokommunikation,
wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass das Zeigen von wissenschaftlichen Erkenntnissen nichts bringt, wie mein Mentor John Sturman und Senior Advisor von Climate Interactive immer wieder betont. Research shows that showing people research doesn't work. Das ist die Motivation gewesen, En-ROADS zu entwickeln, und der Architekt Buckminster Fuller hat das ganz ähnlich ausgedrückt, wenn Sie Menschen eine neue Denkweise vermitteln wollen, versuchen Sie es gar nicht. Geben Sie ihnen stattdessen ein Werkzeug in die Hand, dessen Benutzung zu neuen Denkweisen führt. Und das ist die Idee, die hinter En-ROADS steht. Climate Interactive und die MIT Sloan Sustainability Initiative haben En-ROADS entwickelt unter Verwendung der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und Daten. Das heißt, es wird mit Daten und Quellen gearbeitet von der Internationalen Energieagentur, von EIA und vom Intergovernmental Panel on Climate Change. Alle Parameter und Gleichungen sind in einem 400-seitigen Benutzerhandbuch auf der Webseite von Climate Interactive einsehbar. En-ROADS wurde anhand von den Integrated Assessment Models für GCAM, Image und so weiter unter Verwendung ihrer Shared Social Pathway Szenarien kalibriert und getestet, sodass wir da Vertrauen reinhaben können. Das zeige ich auch noch mal gleich. Und es ist eben so, es ist völlig transparent, wenn eine Nutzerin oder ein Nutzer nicht einverstanden ist mit bestimmten Parameterannahmen, dann kann man in die Annahmen gehen und die eben verändern. Hier ist zum Beispiel für das sogenannte SSP2-Szenario von 2000 bis zum Jahr 2100 an Emissionen, CO2-Emissionen pro Jahr gemessen, die unterschiedlichen Szenarien zum SSP2-Szenario 60453426619 und das Baseline-Szenario. Hier sehen wir En-ROADS und ich hätte es andersrum kommen sollen und jetzt warte ich noch auf die weitere Animation, aber genau, richtig. Und hier sehen wir, wie die anderen Modelle diese unterschiedlichen Szenarien modellieren. Und was wir sehen, ist, dass die im Grunde genommen auch nicht übereinstimmend, hier sind die unterschiedlichen Modelle gezeigt, dass die auch nicht alle einstimmig sind mit den Wegen hin zu bis zum Jahr 2100. Aber wir sehen auch, dass En-ROADS ganz gut da in der Mitte liegt. Und das ist das, was Vertrauen in uns wecken sollte, dass En-ROADS das, was wir da sehen, ganz gut anhand der großen Modelle nachvollziehen kann. Das ist ganz wichtig, dass En-ROADS kein Klimasimulationsmodell ist, das die großen dreidimensionalen Klimamodelle der Klimaforschungsinstitute ersetzt, sondern die Idee ist, es ergänzt sie durch die Stärke, dass ein Szenario von En-ROADS in unterhalb von in weniger als einer Sekunde läuft. Und so sehen wir das. En-ROADS wurde bisher von über 47.000 Menschen seit der Vorstellung im Dezember 2019 genutzt in fast 70 Ländern dieser Welt. Und Sie sind heute auch Teil dieser Gruppe. En-ROADS ist frei verfügbar, über den Webbrowser zugänglich, eben transparent, Modellstruktur ist im Referenzhandbuch verfügbar, kalibriert, getestet, Annahmen können verändert werden, hochaggregiert für schnelle Szenarioberechnung und es ist wichtig, sind keine Punktprognosen. Wer nutzt es? In den USA gab es groß angelegte Sessions mit Politikern und Beamten mit Senatoren, mit Repräsentanten im Repräsentantenhaus, Gouverneure, Landesgesetzgeber und so weiter, Regierungsvertreter weltweit, mehr als 700 Führungskräfte aus der Wirtschaft, inklusive auch nicht nur Nachhaltigkeitsbeauftragte, sondern eben auch auf der Entscheiderebene, Dutzende von Führungskräften, Non-Profit, Think Tank und Stiftungssektor. Hier John Sturman, wie er es beispielsweise in Peking im November 2019 präsentiert auf einer großen Bloomberg-Wirtschaftsforumsveranstaltung. John Kerry, Drew Jones hat es zu Anfang gesagt, hat ein intensives Briefing bekommen und seine Zusammenfassung von En-ROADS war: En-ROADS is quite simply a climate crisis game changer for policymakers and people across the country. En-ROADS is the ultimate conversation starter. Und das ist die Idee. Man soll eingebettet in die guten wissenschaftlichen Erkenntnisse eine
Konversation führen, die eben wissenschaftlich basiert ist und nicht über Bauchgefühl stimuliert ist. Eckhard von Hirschhausen habe ich es vorstellen können, der auch ganz begeistert ist und weil er eben Initiator von Scientists for Future ist. So, jetzt aber rein in den Workshop. Kurz, ich will Sie kurz abholen, wo wir eigentlich uns gerade befinden. Seit über 800.000 Jahren gab es keine Kohlendioxidkonzentration auf der Erde, die höher war als heute und mit über 400 Parts per Million. Woher kommt das? Nun, wenn wir sehen, woher kommen diese ganzen Emissionen, dann sind die CO2-Emissionen eben ein großer Bestandteil der Treibhausgasemissionen. Und wenn wir sehen, woher die kommen, dann sehen wir hier, es ist Kohle, Öl, Gas, veränderte Landnutzung, sonstige. Da ist unter anderem auch Zement aus der Bauindustrie dann mit dabei. Aber es gibt eben noch weitere Gase. Das sind die CO2-Emissionen aus den Brennstoffen, was wir gerade gesehen haben, und der Flächennutzung. Dann haben wir aber noch Methan und N2O, F-Gase aus der landwirtschaftlichen Nutzung und so weiter. Das heißt, und Sie sehen, was alle die gemeinsam haben, ist, dass sie alle immer mehr werden. Und das heißt, es wird immer mehr ausgestoßen. Und das geht einher mit einer Temperaturerhöhung. Und wenn wir uns das über die letzten mehr als 50 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass die Temperatur sich leicht erhöht hat. Immer wieder, immer wieder. Und inzwischen haben wir es geschafft, weiß nicht, wir können nicht stolz darauf sein, aber wir haben die Temperatur um über 1 Grad Celsius schon erhöht. Und die Konsequenzen, die können wir sehen. Da müssen wir nur rausgucken. Schnee in Texas. Unglaublich. Kalte Jahreszeit hier, 2 Tage später 18 Grad draußen. Wie kann sowas sein? Das hängt jetzt, weil es eben so nah an uns ist, was wir gerade sehen, aber hinzu kommen starke Regenfälle, Überschwemmungen, Überflutungen, sehr starke Waldbrände und so weiter und so fort, dass wir das da sehen. Unser Baseline-Szenario sagt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir die 1,5 Grad, also das Ziel, das Ziel, das im Pariser Klimaschutzvertrag erwähnt ist, werden wir es vor Ende oder ungefähr in 10 Jahren erreichen und zur Hälfte des dieses Jahrhunderts das 2-Grad-Ziel durchschießen, hoch auf bis zu 3,6. Das gilt es zu verhindern, weil wenn wir so weitermachen, dann wird das arktische Meereis abschmelzen, 50% der Insektenarten verlieren 50% ihres Lebensraumes, Dürrezeiten werden länger werden, sommerliche Wald- und Flurbrände werden sich im Mittelmeerraum nahezu verdoppeln im Vergleich zu heute und so weiter und so fort. Shanghai wird so aussehen, wenn wir so weitermachen, kommt aufgrund des Meeresspiegelanstieges, wird dieses, da wohnen Millionen von Menschen, werden überflutet werden. Das heißt, diese Länder sind nicht mehr, diese Bereiche sind nicht mehr, weil eben das Meerwasser in das Trinkwasser gekommen ist und das überhaupt überflutet ist, nicht mehr bewohnbar sein. Hier sehen wir New York City oder Manhattan, das bei 3,5 Grad. Das heißt, da, wo heute die Wall Street ist, das wird so sein. London so. Shanghai so. Das gilt es zu verhindern. Das ist etwas, das ist kein Bild, wie wir unseren Kindern diese Welt hinterlassen wollen und unseren Enkelkindern, sondern auch, weil es natürlich auch große wirtschaftliche Schäden einhergeht, die einfach nicht zu vergessen sind. Jetzt geht es darum, eine hoffnungsvolle Zukunft zu schaffen. Und das machen wir mit Hilfe von En-ROADS. Sie haben es vielleicht schon gesehen. Es gibt insgesamt, jetzt zeige ich mal den Simulator, hier auf der linken Seite, und hier, man sieht auch, dass er sehr schnell läuft, wenn ich ihn jetzt hier betätige. Auf der linken Seite sehen wir den Energiemix mit Kohle, Öl und Gas, die fossilen Brennstoffe in Braun, Rot und Blau, darüber die Erneuerbaren in Grün, darüber in Pink Bioenergie, Kernkraft in Hellblau und dann haben wir noch New Zero Carbon, das sprechen wir gleich noch drüber. Das ist der Energiemix, den wir annehmen in dem Baseline-Szenario bis zum Jahr 2100. Das führt die Emissionen hier aus den fossilen Brennstoffen, ergeben diese Treibhausgas-Nettoemissionen bis zum Jahr 2100. Und das nochmal als Erinnerung, das ist ein Weltmodell, ein globales Modell.
Und das führt zu einer Erhöhung der Temperatur von 3,6 Grad. Jetzt habe ich hier unten in dem Simulationsmodell unterschiedliche Regler, die ich betätigen kann. Es sind insgesamt 18 Stück. Da geht es darum, dass ich hier bei Kohle, Öl, Erdgas, Bioenergie, Erneuerbare oder Kernkraft beispielsweise die ich kann das verteuern, ich kann sozusagen eine Steuer drauflegen oder ich kann, wenn ich es noch weiter nach rechts schiebe, kann ich zum Beispiel auch den Energieträger subventionieren. Ich kann ihn attraktiver machen für den Markt. Und das ist wichtig zu wissen, dass die Marktgesetze da berücksichtigt werden, Angebot und Nachfrage bestimmen hier über den Preis dann auch die Nutzung. Genau, ich kann einen CO2-Preis einführen und ich kann im Bereich Transport und Verkehr und Gebäude und Industrie die Energieeffizienz erhöhen. Beispielsweise im Transport und Verkehr würde es bedeuten, dass ich mehr Radwege baue, Investitionen in Radwege, dass öffentlicher Personennahverkehr ausgebaut wird oder Energieeffizienz von Gebäuden, dass sie eben entsprechend eingepackt werden, isoliert werden. Oder ich elektrifiziere in den beiden Bereichen, also mehr Teslas und mehr Renault Zoes und mehr VW ID3s elektrische Wärmepumpen zum Beispiel hier bei Gebäuden und Industrie. Dann kann ich natürliche Maßnahmen treffen, also ich kann Entwaldung stoppen oder ich kann Programme aufsetzen, dass mehr aufgeforstet wird. Ich kann mich um Methan und andere Treibhausgase kümmern oder auch gegebenenfalls technologischen CO2-Abbau betreiben. Wenn ich, das sind sozusagen die Ideen, mit denen wir mit En-ROADS spielen können. Ich möchte jetzt ganz gerne mit meiner nächsten Frage an Sie, wir befinden ja uns alle in dieser Covid-Zeit und insofern freue ich mich, dass Sie die Zeit finden konnten, heute neben diesen ganzen Dingen, die uns mit Covid beschäftigen, sich auch noch ums Klima zu kümmern. Da gibt es ja ganz viele Veränderungen von Verhaltensweisen. Es gibt Struktur-, Konjunkturprogramme, die aufgesetzt sind. Wenn Sie sich umschauen und die Sachen beobachten, die da gerade stattfinden, von Politik angestoßen, von NGOs angestoßen, aber auch jeder Einzelne. Welche Reaktionen auf diese Covid-19-Krise würden Sie denn Ihrer Meinung nach, würden sich positiv auf das Klima auswirken? Schreiben Sie doch mal Ihre Antworten in den Chat. Welche Reaktionen auf die Covid-19-Krise würden Ihrer Meinung nach positive Auswirkungen auf das Klima haben? So, und dann würde ich doch einfach mal bitten, dass, es gibt die ersten Antworten. Vielleicht könnte jemand. Genau, ich lese einfach mal ein paar vor, beziehungsweise fast zusammen. Wir haben jetzt viel zum Fliegen, also immer weniger Fliegen, weniger Autoverkehr, auch Homeoffice haben wir ein paar Mal als Nennung, dass dann der Straßenverkehr natürlich weniger wird. Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Genau, ich glaube, das waren schon, ja, also Flugverkehr ist auf jeden Fall maßgeblich. Gut, gibt es noch weitere, wenn man an Strukturmaßnahmen denkt? Genau, dann haben wir noch eine mehr Verständnis der Öffentlichkeit für sich selbst verstärkende Prozesse, CO2-Steuer, Massentierhaltung. Ja, genau, prima, große Investitionsprogramme. Sehr gute Vorschläge. Was sehen Sie noch? Genau, jetzt kommt ein paar Mal noch ein paar Vorschläge Richtung Ernährung. Ja. Weniger Konsum, also sehr allgemeine. Auch in die politische Richtung mit Konjunkturprogramme für Aufbau und erneuerbare Energien. Ja. Genau, Regionalisierung in Bezug auf Tourismus und Wirtschaft allgemein. Genau, ich finde, damit keine kommen wir doch schon mal von fossilen Energien. Ah, ja.
Nochmal Richtung Lebensmittel, erhöhter Anteil von Bio-Lebensmitteln. Landwirtschaft regenerativer gestalten. Gut. Gewöhnung an Verzicht. Genau. Also auch etwas konsumkritischer einige Kommentare. Jetzt haben wir hier noch ein interessanter Konturprogramm mit Gebäudedämmungen, Austausch von Heizungen. Okay, super. Ich glaube, da haben wir ganz schön viel und wir können damit sehr gut arbeiten. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Frau Jetta. Dann fangen wir doch einfach mal an, mit diesen Vorschlägen zu arbeiten. Es kam mal sehr viel also hin zu öffentlicher Personennahverkehr, weniger Autoverkehr, weniger Fliegen, mehr im Homeoffice sein. Das war der erste große Block, mit dem Sie angefangen haben. Und ich würde sagen, das ist doch irgendwie ein Stellhebel, mit dem wir gut arbeiten können. Und wenn wir das übertragen, es geht ja immer darum, was sind die Ideen, die wir sehen, was wir beobachten und wie können wir das übertragen in En-ROAD sozusagen. Wenn es darum geht, wenn wir weniger fliegen, mehr im Homeoffice sind, mehr Ausbau vom öffentlichen Personennahverkehr, dann geht es darum, dass wir die Energieeffizienz erhöhen. Und zwar im Transport- und Verkehrssektor. Und ganz wichtig ist, En-ROADS ist kein Anrufbeantworter, sondern es soll das Denken stimulieren. Und wir haben jetzt hier eine Umfrage in GoToWebinar. Und da werde ich mal kurz mal schauen, ob ich die starten kann. Also sie ist gleich soweit. Bevor ich sie aber starte, will ich sie kurz darauf hinführen. Also wenn wir die Energieeffizienz im Transport- und Verkehrsbereich erhöhen, was rechnen Sie? Was passiert dann? Sie können die Antwort auch nochmal in den Chat schreiben oder in die Fragen, das Fragenfeld. Was passiert hier an dieser Stelle, wenn wir da die Energieeffizienz erhöhen? Was passiert hier mit dem Energiemix? Was wären dann die Auswirkungen auf die Nettoemissionen und was ist das, was Sie vermuten, was passiert mit der Temperatur? Also da sehe ich auch schon die ersten Kommentare. Also wie definieren Sie Energieeffizienz? Also ich habe zum Beispiel ich benutze nicht mehr das eigene Auto, sondern der öffentliche Personennahverkehr ist verbessert worden. Das heißt, ich steige schneller um, nehme den Bus. Oder ich nehme das Fahrrad, weil jetzt nochmal ein großes Paket aufgesetzt wurde zum Ausbau der Radwege. Ich habe Subventionsprogramme zum Kauf von Hybridfahrzeugen zum Beispiel. Solche Sachen. Das ist Energieeffizienz im Transport. Da kommen jetzt gerade die erste Antwort. Weniger Öl, reduzierter Ölverbrauch. Reduzierte Emissionen und weniger Temperatur. Genau, prima. Dann möchte ich jetzt mal gucken, ob das geht mit der Umfrage. Was wäre, wenn wir jetzt die Energieeffizienz in diesem Sektor stark erhöhen? Womit rechnen Sie? Was wird die Temperatur sein? Wir drehen nur an diesem einen Regler. Und jetzt habe ich die Umfrage gestartet. Ganz kurz an mein Team. Ja, wir sehen schon die Ergebnisse reinkommen. Ah, okay, da kommen sie rein. Jawohl, prima. Ja, perfekt. Okay. Also es scheint Richtung 3,5 Grad Temperaturerhöhung eine Mehrheit zu stimmen von 41%, gefolgt von den 3,2 Grad von 32% der Teilnehmer ausgewählt. Okay, also immerhin, also der Hauptteil, der große Teil, fast die Hälfte sagen nur um ein Zehntel Grad, Dritte sagt, nee, es muss ein bisschen mehr sein. Dann schauen wir einfach mal, wie es ist. Ich schließe jetzt die. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Energieeffizienz erhöhen. Ich schiebe jetzt diesen Regler hier rüber und höchstwahrscheinlich werden wir
Und EndNotes hat diese tolle Funktion, dass die letzte Änderung erneut wiedergegeben kann. Das heißt, was wir als erstes sehen, ist, dass insgesamt die Energienachfrage stark sinkt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, welches besonders stark zurückgeht, dann ist das natürlich, weil es Transport und Verkehr ist, ist es das Öl. Ölnachfrage geht zurück, weil ich einfach weniger davon brauche. Das heißt, vor allem ist es der rote Kasten, der dabei zurückgeht. Und was wir auch gesehen haben, ist, die Temperatur geht von 3,6 auf 3,5 runter. Und das heißt, die Hälfte fast hat schon einen sehr guten CO2-Kreislauf im Kopf und kann schon sehr gut mental simulieren. Wahrscheinlich, ich hoffe, dass schon viele schon EndNotes ausprobiert haben und wissen, dass das ein Stellhebel ist, der nicht zum Ziel führt, aber der ausgesprochen wichtig ist, weil er die Temperatur schon mal um 1/10 Grad runterbringt. Und dass wir uns hier gar nicht falsch verstehen, jedes 1/10 Grad zählt. So, der erste Punkt. Dann haben wir, einen zweiten haben wir zur Ernährung. Wir haben weniger Konsum, Konjunkturprogramme zu erneuerbaren Energien. Darauf möchte ich auch raus. Keine fossile Brennstoffförderung mehr. Dann haben wir nochmal was Bio-Lebensmittel. Das geht hiermit einher mit der Ernährung und Gebäude. Okay, gut. Dann haben wir doch nochmal als erstes CO2-Steuer. Also dann könnten wir doch eigentlich jetzt sagen, wenn wir da die Energieeffizienz erhöhen, dann fördern wir jetzt mal die erneuerbaren Energien. Wenn wir das machen, wir haben schon weniger Energieverbrauch im Transportsektor, jetzt noch die erneuerbaren Energien. Selbe Frage wie vorher. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Was passiert mit meinem Energiemix, wenn ich die erneuerbaren Energien subventioniere? Und nicht erschrecken, der Teil hier ist relativ klein 2021, weil es ein globales Modell ist. Deutschlandbezogen ist der Anteil schon größer, aber es ist ein globales Problem. Wir müssen es global angehen. Die Frage ist, was passiert mit dem Energiemix, wenn wir die erneuerbaren Energien jetzt stark weltweit subventionieren? So. Okay, was kommt da? Keine Förderung von fossilen, Rückgang von Umsätzen in vielen Branchen. Ah, Moment, vielleicht habe ich nicht die letzten Sachen gesehen. Mir fehlt. Also geben Sie es ruhig ein. Was passiert, wenn wir die Erneuerbaren fördern? Schon, ja, einen Rebound-Effekt, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Was passiert mit dem Energiemix? Okay, Ausweitung der Erneuerbaren, mehr Erneuerbare, weniger Kohle, Gas, Öl, Temperatur etwas geringer, vielen Dank. Strom, jetzt werden überlastet. Dann schauen wir uns mal an. Also ein Punkt war, die Erneuerbaren werden ausgebaut, mehr Erneuerbare, weniger Kohle, Gas und Öl. Das heißt, die Fossilen werden rausgedrängt. Dann schauen wir mal, was dann hier passiert. Also wenn ich die Erneuerbaren stark fördere, dann, und ich spiele es nochmal im Zeitraffer, dann sehen wir also hier die Energienachfrage. Der Konsum geht ein bisschen nach oben, das gucken wir uns mal gleich genauer an. Und in der Tat, dadurch, dass sich die Erneuerbaren, und das ist Photovoltaik und Wind, der Teil wird größer und ich dränge damit die fossilen Brennstoffe weiter zurück. Genau, wenn ich das mache, wieder 0,1 Grad Celsius runter die Temperatur, 1/10 Grad wieder. Wir sehen, und das ist eine sehr wichtige Einsicht für politische Entscheidungsträger, wenn sie sagen, ja, wir müssen die Erneuerbaren fördern. Es reicht nicht, das Fördern der Erneuerbaren reicht nicht, um die fossilen Brennstoffe rauszudrängen. Das ist interessant, wenn wir uns anschauen, wenn wir uns die Grenzkosten der Stromerzeugung anschauen. Wir sehen, dass es
angelehnt an die letzte, an die Studie von Lazar, die im letzten Jahr rauskam. Wir sehen, dass die Grenzkosten für Wind und Solar sehr, sehr stark fallen. Sie sind unglaublich stark gefallen in den letzten Jahren und sie werden durch diese Subventionen noch viel günstiger werden. Aber trotzdem werden die anderen Energie Quellen weiterhin immer noch benutzt. Da mag es regionale Motivationen dazu geben, dass man noch ein Kohlevorhaben hat, dass man noch nutzen will und so weiter und so fort. Das war in der Vergangenheit so und wir gehen davon aus, dass es auch in Zukunft so sein wird. Aber selbst diese sehr starke Subventionierung der Erneuerbaren hat jetzt noch nicht dazu geführt, dass die fossilen Brennstoffe voll rausgedrängt werden. Da gab es jetzt noch ein paar weitere Ideen dazu. Eins ist die CO2-Steuer und das andere ist, dass es keine fossile Brennstoffförderung mehr gibt. Das können wir hiermit mal ausprobieren. Wir können in die Kohle reingehen und sagen, wir wollen, das ist ja das auch, was Deutschland sagt, keine weitere Infrastrukturinvestitionen mehr in die Kohle. Und da gibt es hier diesen Schalter, der sagt, den können wir jetzt umlegen und den können wir sagen, dass ab 2025 keine weitere Investitionen hier mehr stattfinden. Womit rechnen Sie und wie groß wird der Impact sein, wenn das weltweit geschehen würde? Da will ich jetzt auch nochmal hören, was Sie oder sehen, was Sie schreiben. Okay, eine Idee, 0,5 Grad, dann schauen wir mal. Also es ist ja ein großer Teil hier noch. Schauen wir mal, was passiert. Also jetzt keine weitere Investition mehr nach 2025. Und was wir sehen ist, es ist nochmal 0,4 Grad Celsius runtergegangen. Das ist ein ziemlich starker Rückgang. Ja, es ist der größte Rückgang, den wir bisher gesehen haben. Und was wirklich interessant ist, ist, dass selbst wenn wir nicht mehr weiter investieren in Kohle oder in Kohleinfrastruktur, werden die Anlagen noch weiter genutzt. Und wenn ich das aber nicht will, sondern wenn ich sie schneller zurückfahren will, kann ich diese Kohlekraftwerke zum Beispiel schneller stilllegen. Also hier sage, sie sollen schneller stillgelegt werden, sodass ich schneller aus der Kohle rauskomme. So, und da gibt es noch ein paar andere Sachen darüber hinaus, aber das will ich jetzt nicht machen, weil wir weiterkommen wollen. Also jetzt sind wir bei 3,1 Grad angekommen und wir haben gesehen, dass das ein großer Stellhebel ist, aus der Kohle raus. Was wir allerdings auch gesehen haben, ist dass wir nennen das den Luftballon-Effekt, sozusagen, wenn ich den einen fossilen Brennstoff kleiner mache. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Luftballon hier in der Hand und der nicht groß aufgepustet ist, sondern der so wabbelig in der Hand liegt und ich drücke ihn so langsam zu, dann wird ja die Luft da drin an einer anderen Stelle wieder rausgepustet. Was dazu führt, also was wir sagen wollen, ist, dass an dieser Stelle dann ein anderer fossiler Brennstoffträger dann da in diese Stapfen eintritt. Was ich vergessen habe, vorhin zu erwähnen, es gab ja diese Idee, dass es einen Rebound-Effekt gibt. Wenn ich da ganz kurz nochmal zurückkomme zu den erneuerbaren Energien und die erneuerbare Energie sehr stark fördere, ich gucke mir jetzt ein neues Modell an. Wir haben nichts anderes hier gemacht. Und dann kann ich hier sehen, dass dieser Rebound-Effekt tatsächlich auch vorhanden ist. Jetzt hier nicht sehr stark, aber immerhin. Sozusagen ein Rebound-Effekt würde dann in Kraft treten, weil die Energie so günstig ist, dann ist es egal, ich lasse das Fenster auf, obwohl ich heize, ich lasse die Lampe brennen, das ist der Rebound-Effekt erster Ordnung, gibt es aber dann auch in der höheren Ordnung, wenn ich sage, jetzt habe ich so viel Energie und Geld damit eingespart, weil die Erneuerbaren ja so günstig sind, dafür kann ich dann beispielsweise das Wochenende nach Paris fliegen und da shoppen gehen. Das ist sozusagen dann das, was natürlich vermieden werden sollte, aber was wir durchaus beobachten, da gibt es viel Forschung dazu. Ein weiterer Stellhebel war der CO2-Preis. Und an was für einen CO2-Preis denken Sie? Was wollen Sie da gerne haben, wenn Sie an einen CO2-Preis denken? Was hätten Sie gerne?
wird gemessen in Dollar pro Tonne. So, da kommt auch gleich der erste Kommentar von 180 Euro pro Tonne, 100 Euro pro Tonne, 150 Euro pro Tonne. Genau, also da kann man ja mal mit spielen. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man den CO2-Preis einführt. Wir lassen es mal relativ einfach. Wir fangen dieses Jahr an und phasen ihn über 10 Jahre linear ein. Und wenn wir zum Beispiel mal mit 100 Euro pro Tonne anfangen, nur damit man es irgendwie eine Vorstellung hat, was es ungefähr bedeutet. 50 Euro pro Tonne sind ungefähr 14 Liter an der Zapfsäule, 15 Cent pro Liter an der Zapfsäule, also jetzt sind es irgendwie 28 Cent. Kohle ist schon fast draußen, das heißt, Kohle wird nicht mehr davon groß anbelangt, aber die anderen beiden, Gas und Öl. So, und wenn wir das jetzt machen, dann geht das weiter zurück. Die Erneuerbaren werden sehr stark ausgebaut. 2,7. Wir sind schon jetzt noch mal weiter runtergekommen. Ich kann auch noch mal das auf 180 erhöhen. Das war ja der erste Vorschlag, der kam. Noch mal ein Zehntel Grad. Jetzt können Sie sagen, oh, das ist aber relativ wenig. Und das liegt daran, weil wir schon andere Maßnahmen getroffen haben. Der CO2-Preis ist in der Tat, wenn ich mir das hier angucke, ein großer Stellhebel. Ups, das war falsch. In der Tat ein großer Stellhebel. Das ist, wenn ich hier 180 anfangen und das ist ein CO2-Preis, der über alle CO2-Preise in allen Ländern jetzt nochmal hin drauf kommt, dann sehen wir, dass das hier ein ziemlich großer Stellhebel ist mit 0,8 Grad Celsius. Aber weil wir hier schon andere Sachen gemacht haben, ist der Effekt jetzt hier in Relation zu dem, was wir vorher gesehen haben, geringer. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, was das eigentlich bedeutet, so ein hoher Preis. Und wir haben da, NOC hat da keine Antwort drauf. Aber wenn wir uns die Energiekosten angucken, durchschnittlich, dann sehen wir, weil wir so einen hohen CO2-Preis haben, wir gehen sofort aus der Kohle raus, bedeutet das, dass die Energiekosten hoch sind. Und was wir hier nicht vergessen dürfen, ist, dass wir die Ärmsten der Armen auf der Welt nicht hinter uns lassen. Da muss es eine Diskussion geben, die darum herumgebaut ist, was wir denn da eigentlich machen können. Und da gibt es hier diesen Button mit finanziellen Aspekten. Und wenn wir uns dann beispielsweise angucken, wie die Einnahmen aus dem CO2-Preis sind und wie viel wir Kosten für Subventionen haben, dann sehen wir, dass es in der Tat hier noch ein Gap gibt. Das heißt, Enroads würde sich hier dazu anbieten, dazu in den Diskurs zu gehen, was können wir denn eigentlich machen, um die Ärmsten der Armen nicht hinter uns zu lassen bei dieser Transformation. Aber gleichzeitig bedeutet das, wenn wir den Energiemix so stark verändern, hier wieder zurück, wenn wir den Energiemix so stark verändern, dann habe ich einen sehr gute anderen sogenannten Co-Benefit. Und bei allen Klimapolitiken und Aktionen, die wir uns überlegen, sind diese Co-Benefits eine sehr gute Idee, sich anzuschauen. Nämlich, wir können hier die Luftverschmutzung in PM2,5 darstellen. Diese Partikel, die in die Blutbahn eindringen und zu Asthma führen und ganz vielen anderen Krankheiten. Die Luftverschmutzung würde sehr stark, sehr schnell zurückgehen. Hier in schwarz die Baseline-Szenario. Und weil wir so schnell aus der Kohle rausgehen, diese Co-Benefits sind sehr häufig sehr viel schneller greifbar und wirksam als die Auswirkungen auf das Klima. Und im Grunde genommen, und das ist ein weiterer Aspekt, wenn es um Klimagerechtigkeit geht, viele dieser Kohlekraftwerke weltweit stehen in den Regionen, in denen die Ärmeren, der Armsten leben. Die hätten sofort eine viel bessere Luftqualität um sich herum. Und das ist ja in diesem Fall auch zu wünschen. So, 2,6 haben wir. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie denn sich die Treibhausgase-Emissionen zusammensetzen, dann sehen wir hier, dass wir schon in schwarze Sektor Energie, CO2-Emissionen, dass der schon sehr stark zurückgegangen ist, der ist gleich auf mit diesem blauen Band. Und das hellblaue Band sind
Methanemissionen. Methan, das in der Landwirtschaft entsteht, beispielsweise durch Tierhaltung. Und wenn wir an dem Hebel drehen, war ja einer der Ideen auch, dass wir mehr biologische Lebensmittel haben, mehr pflanzenbasierte Nahrung, weniger Massentierhaltung, dann würde das, ich mache das jetzt mal auf der obersten Ebene, dazu führen, dass wir hier sehr stark reduzieren würden. Man kann das noch auf der unteren liegenden Ebene noch ein bisschen detaillierter machen. Und wir sehen, dass das ein sehr starker Stellhebel ist, eben weil Methan so ein potentes Treibhausgas ist. So, 2,3. Ein Punkt war auch noch, dass die Gebäude saniert werden. Ein anderer Teil des Konjunkturpaketes, das die Bundesregierung beispielsweise mit auf den Weg gebracht hat. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Schauen Sie mal, wie viel Energienachfrage wir jetzt hier noch haben, die gesättigt wird über diese Erzeugung. Ein großer Teil über Erneuerbare. Wenn ich jetzt die Energieeffizienz erhöhe im Gebäude- und Industriesektor, dann bedeutet das, ich brauche gar nicht so viel. Das würde beispielsweise auch die Diskussion um die Windräder, wenn viele Menschen Angst haben, dass die so nahe kommen, relativ schnell eigentlich relativieren, weil wir letztendlich gar nicht so viele brauchen. Und das ist das Interessante, Energieeffizienz im Gebäudeindustriebereich kann sehr schnell umgesetzt werden im Vergleich zu einer Ersetzung der Fahrzeugflotte. Autos werden über einen langen Zeitraum gefahren und genutzt und wenn sie hier in Europa gefahren wurden, dann in Osteuropa und dann in Afrika weiter. Gebäude können sie sehr schnell und sehr effizient schon isolieren. So, 2,2. Jetzt können wir noch die Gebäude, die wir isoliert haben, noch mit Wärmepumpen ausstatten. Das heißt, jetzt würde ich dann wieder die Nachfrage nach Elektrizität erhöhen. 2,1. Und jetzt Teslafiziere und Renault Zoe ich und VW iDrehe ich die, iDreier ich die, den Straßenverkehr. Das heißt, es geht einher mit ruhigeren Städten, weil einfach elektrische Fahrzeuge fahren. Das kam auch vorhin noch, wenn ich mehr Bio-Lebensmittel habe, dann muss ich weniger Wald abholzen und ich kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufholzen mache diese Programme dazu und habe 1,9 Grad erreicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ihr Szenario 1,9 Grad. Sie können jetzt, bevor wir weitermachen, ganz kurz und durchatmen, möchte ich das kurz noch sagen. Sie können beispielsweise dieses Szenario, das wir jetzt gerade hier in NOTS ermöglicht, das dieses Szenario teilen in den sozialen Netzwerken. Ich kopiere mal diesen Link und schicke das mal an alle, damit Sie diesen, damit dann können Sie, wenn Sie draufklicken, können Sie dieses Szenario selber öffnen und daran rumspielen und noch ein bisschen was noch ein bisschen besser verstehen. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir jetzt erstmal durchatmen. Das war ein ganz schöner Ritt. Innerhalb von einer guten halben Stunde von 3,6 auf 1,9 Grad bis zum Jahr 2100. Worum ich Sie jetzt bitten möchte, ist dreiviertel Minute innezuhalten und dieses Szenario anzugucken und sich zu überlegen, was ist denn an diesem Szenario wünschenswert? Was ist das, was ich an diesem Szenario so toll finde? Und warum, wie sehe ich mich darin, Teil dieses Szenarios zu werden, es in die Realität umzusetzen? Ich schaue mal auf die Uhr und blende mich aus. Und schauen Sie sich das mal an und überlegen sich, was Sie da empfinden.
Also das war jetzt eine gute Dreiviertelminute. Geben Sie doch mal bitte in den Chat ein, was Sie dabei empfinden, wenn Sie dieses Szenario sehen. Und Frau Jetta oder Frau Doppel, vielleicht können Sie was vorlesen. Genau, bis jetzt sind noch keine Antworten da. Vielleicht können Sie noch kurz auf eine Frage eingehen, der mehrere Teilnehmer beschäftigt hat. Mache ich gleich. Lassen Sie uns kurz das. Genau, wir haben jetzt zum einen mal Unsicherheit, ob 1,9 Grad reichen, um die Kurve zu kriegen. Für einiges scheint es aber auch machbar zu sein. Erreichbar sind einige Kommentare mit den aktuellen Regierungsparteien völlig unrealistisch. Hat auch auf die psychischen und sozialen Herausforderungen damit hingewiesen. Genau, auch Freude, wenn man es schafft, auf die unter 2 Grad. Ja. Genau, dass es theoretisch toll klingt, aber praktisch einfach die gesamte Menschheit mitmachen muss. Machbar aus deutscher Sicht. Genau, nochmal das Bewusstsein, dass man viele Stellhebel betätigen muss. Genau, noch ein sehr guter Punkt ist auch Zweifel, ob es realisierbar ist, ob politische Systeme stabil bleiben, also welchen Einfluss das sozial hat oder halt in unseren globalen Strukturen. Ja, also es gibt ein paar Kommentare, wenn ich hier auch durchschaue. Weniger Tierhaltung wäre super, genau, wenn's, weil es nämlich sozusagen den Effekt hat auf das Tierwohl. Ein Teilnehmer schreibt, eine klare Idee, wie es tatsächlich gehen könnte. Schönes, wichtiges Ziel, schwierig, viele Stellhebel, ja, und was sehe ich da? Noch ein guter Punkt, wir haben zwei Faktoren noch nicht berücksichtigt, Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum. Genau, das können wir uns auch, also das kann man auch noch machen, wenn wir sagen, wir, wenn es zum Beispiel solche Effekte gibt aus der Circular Economy, wenn wir zum Beispiel mehr recyceln, dann würde das bedeuten, dass wir dass es weniger wirtschaftliche Aktivitäten gäbe, dann würde das zum Beispiel hier auch noch ein Effekt sein die Bevölkerung, wenn wir sagen, dass das Wachstum der Bevölkerung geht zurück. Also das heißt, hier ist als Basisszenario bestern wird das UN Medium Fertility Szenario angenommen, womit wir bei ungefähr 11 Milliarden Menschen sind. Und man kann natürlich sagen, es können dann zum Beispiel auch weniger sein, nur 10,5. Genau, richtig. Und man kann sich dann auch anschauen, warum das sozusagen so ist, dass es wie groß der Einfluss ist, wenn man sich beispielsweise noch die Kaya-Identität anschaut. Aber das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Aber sozusagen, genau, es gibt eine gesellschaftliche Transformation, wie ein Teilnehmer schreibt, es könnte eine schönere Welt sein mit anderen Werten. Das ist ein Punkt, den möchte ich eigentlich jetzt mal aufgreifen, weil es sozusagen das ist, was ich doch auch sehr viel höre. Eine Teilnehmerin schreibt auch ein schönes, wichtiges Ziel. Der größte Teil der Menschheit macht schon mit. Das ist doch auch ein positiver Aspekt. Und das ist auch das, was ich mit transportieren möchte. Eine Teilnehmerin bei einem Workshop hat mal gesagt, es war eine ältere Dame, die kam danach auf mich zu, die sehr bedacht war, wie es ihren Enkelkindern mal gehen wird. Die sagte, normalerweise, wenn ich auf diese Veranstaltung zum Klimawandel gehe, dann ist alles immer ganz düster und grausam und ich gehe danach nach Hause und denke, um Gottes Willen. Vielen Dank, dass Sie mir das gezeigt haben, weil was Sie mir gerade mit auf den Weg gegeben haben, ist erstens, dass die Luft viel sauberer ist. Es ist viel grüner draußen. Es gibt viel mehr Bäume. Das ist viel beruhigender. Es gibt weniger, vielleicht andere Werte, dass Konsum nicht so wichtig ist. Die nächste Handtasche, das nächste iPhone oder das nächste Smartphone ist einfach nicht so wichtig. Ich brauche nicht das Neueste, sondern ich kann auch mit dem leben, was ein bisschen älter ist.
sozusagen, dass es da weniger Druck gibt, dass ich nicht in diesem Hamsterrad sein muss. Es ist in den Städten viel ruhiger. Die Luft in den Gebäuden ist viel besser, weil es nicht diese Heizungsluft, diese trockene Heizungsluft im Winter beispielsweise ist. Ich bewege mich besser mit dem Fahrrad. Denken Sie an die sogenannten Co-Benefits. Multi-Solving ist das, wie wir das bei Climate Interactive nehmen. Und vielleicht könnte, Andreas, vielleicht könntest du den Link zu Multi-Solving mal in den Chat noch reinschreiben. Also wir bewegen uns gesünder, weil wir uns mehr bewegen. Wir ernähren uns gesünder, mehr pflanzenbasiert. Das Tierwohl ist auf eine höhere Ebene gestellt. Und im Grunde genommen, hiermit werden, das ist ein weiteres Multisolving, es werden lokal Jobs geschaffen. Es wird nicht Militär entsandt, um fossile Brennstoff-Supply Chains zu sichern, sondern es werden lokale Jobs gewinnen, die nämlich die Gebäude isolieren und die Photovoltaikanlagen in den Gebäuden installieren und so weiter. Also ganz viele Komponenten, die dabei eine Rolle spielen und ein anderer Teilnehmer sagte, das ist im Grunde genommen die Welt, wie ich sie für mich, sagte diese ältere Dame auch, wie ich sie mir für meine Enkelkinder vorstelle. Jetzt ist die Frage natürlich, ja, wie kriegen wir das eigentlich hin? Hier ist nochmal der Hinweis auf das Multi-Solving-Projekt. Da ist auch der Link dann dazu da. Immer diese multiplen Lösungen im Blick zu haben, wie könnte die Umsetzung dieser Vorgaben benachteiligten Gemeinschaften schaden? Wo stehen wir? Wir haben die Lösung. Nichts von dem, an den Stellhebeln, an dem wir gerade gedreht haben, ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch in entfernter Zukunft, sondern es ist alles da. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen es nur auf weltweiter, globaler Ebene durchführen. Und wie Drew Jones am Anfang sagte, je mehr Leute diesen Simulator benutzen, desto mehr wird das Verständnis dazu geschaffen, desto mehr wird vielleicht, das ist die Hoffnung, dann auch gemacht. Solarenergie und Windkraft werden weiter ausgebaut, werden jede Minute werden sie günstiger, und zwar weltweit. Unternehmen investieren in saubere Technologien. Es gibt ambitionierte Unternehmen, Microsoft, SAP, GM, jetzt mit einer großen Ankündigung, aus den Verbrennern auszusteigen, Jaguar nachgezogen, die Deutschen auch, bisschen hinterher, aber auch angekündigt. Länder und Regionen machen zusätzliche Anstrengungen. Während der Präsidentschaft unter US-Präsident Trump haben viele Staaten in den USA gesagt, dass sie das noch ernst nehmen, dass sie noch mit dabei sind. Baden-Württemberg hat seine eigene Agenda, wie Herr Wehle ja auch schon sagte, und sagt, dass wir hier stark vorangehen. Microsoft hat sich verpflichtet, bis 2030 eine negative CO2-Bilanz zu erreichen, also mehr CO2 zu entnehmen, als sie emittieren. 260 der weltweit größten Unternehmen haben sich dazu verpflichtet, bis 2050 100% Strom als Erneuerbaren zu nutzen. H&M hat zugesagt, die Energieeffizienz des Unternehmens bis 2030 zu verdoppeln. Es gibt Anstrengungen. Wir müssen natürlich danach schauen, oder es muss danach geschaut werden, wie aus wissenschaftlicher Sicht, andere aus Aktivistensicht, machen die das auch? Und das muss natürlich dann gecheckt werden. CO2-Preise werden eingeführt und eben, es muss aber auch weiterhin diese Bewegung von unten kommen, und mit Fridays for Future sehen wir, dass das passiert, und es ist eine ganz wichtige Bewegung, die mehr Druck ausübt, und das ist ganz großartig, als im September 2019 über 7 Millionen Menschen in 185 Ländern auf der Straße waren und dafür sich engagiert haben. Die Frage, die dabei bleibt, was können Sie tun? Und das ist etwas, womit wir Sie dann auch loslassen wollen. Ich weiß, wir sind schon leicht über der Zeit. Loslassen wollen in Ihre Überlegungen. Sie können sich überlegen, hier bin ich. Und Herr Wehle hat es ja auch gesagt, ja, ich als Individuum, was kann ich denn schon machen? Ich kann lernen, ich kann das Auto stehen lassen und mit anderen drüber ins Gespräch gehen. Ich kann mehr recyceln, mehr Sachen länger nutzen. Ich kann mich bilden und das dann weitergeben. Ich kann mich in meinem sozialen Netzwerk engagieren, in meiner Organisation, in der ich tätig bin. Ich kann
engagieren mich in der Politik und zu sagen, ich will, dass die Dinge anders sind und ich will jetzt hier auf, ich will das entsprechend umsetzen auch. Und ich kann natürlich auch symbolisch und kulturell tätig sein und hier die Dinge anstoßen und letztendlich verändern. Was sind die nächsten Schritte in unserem Projekt? Das möchte ich Ihnen auch noch kurz mitgeben. Upsa, das Kern dieses Projekts, der En-ROAD Simulator, ist übersetzt. Innerhalb der nächsten Monate wird, wenn Sie tiefer reingehen, wird auch noch mehr davon übersetzt. Sie sehen auch noch weitere englischsprachige Texte. Diese anderen Texte werden, die jetzt noch englischsprachig sind, werden auch noch übersetzt. Es werden alle Handbücher, alle Folien werden übersetzt und online zur Verfügung gestellt. Zu dem Workshop, das, was wir jetzt gerade gemacht haben, zu der Climate Action Simulation, das ist das Rollenspiel um En-ROAD herum, das unglaublich viel Spaß macht und wo dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Rolle eintreten von Delegierten bei dem, beispielsweise bei dem Climate Action Summit, der jetzt stattfindet. Es gibt für Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten kleine Aufgabenblätter und das Ganze wird auf Webseiten frei zugänglich gemacht werden. Einmal über die Nachhaltigkeitsseite der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg, so wie jetzt auch schon das World Climate Rollenspiel hier über die BNE-Seite oder jetzt in Zukunft dann auch die neue Nachhaltigkeitsseite zugänglich ist und halt auch über die Webseite von Climate Interactive, sodass Sie dann alles in den nächsten Monaten nutzen können, um damit selber zu arbeiten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Sie haben gehört, ich habe im Hintergrund Verstärkung gehabt. Theresa Jetter, Britta Doppel, meine Mitarbeiterinnen auf diesem Projekt an der ESB Business School und mein Kollege Professor Andreas Grössler von der Universität Stuttgart, der auch En-ROADs Ambassador ist und ich möchte Ihnen das kurz zeigen, dass Sie auch hier schon auf den Seiten von Climate Interactive natürlich alles sich anschauen können. Climateinteractive.org, das packe ich nochmal in den Chat an alle. Und wenn Sie hier draufgehen, dann sehen Sie auch, dass es das sogenannte Ambassador-Programm gibt. Wenn Sie En-ROADs nutzen wollen, dann lege ich Ihnen ans Herz, En-ROADs gut zu verstehen. Es gibt viele Teile innerhalb von En-ROADs, die komplex sind und wenn man einen Workshop hält oder das Spiel hält, dann sollte man gut verstehen, was denn da eigentlich passiert. Und man muss verstehen, wo man gucken muss, um das ein oder andere zu verstehen. Das sind unsere Ambassador, die wir haben, die ein Trainingsprogramm durchlaufen haben. Auch das ist online erhältlich, online zugänglich und kostenfrei über Webinare, Workshops dass man angestoßen wird, dass man da nicht alleine durchgeht, sondern dass man hier einen Trainingsplan hat. Ich habe beispielsweise Studenten bei mir an der Hochschule in Reutlingen, die auf diesem Weg sind oder noch oder schon waren, die sind schon Ambassadors und haben sich in der Gruppe zusammengetan, die ich dann beispielsweise auf diesem Weg auch gecoacht habe. So, an dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich. Andreas, Frau Jetter und Frau Doppel, vielleicht wollen Sie auch noch kurz dazukommen. Herr Wehle, wenn Sie noch da sind, können Sie auch noch mal kurz Ihre Kamera anmachen und wir sagen noch mal herzlichen Dank an alle. Ich bin noch einen Moment hier, falls es noch Fragen gibt, können wir gerne noch ein paar Minuten sprechen. Und wir können jetzt einfach vielen Dank sagen und tschüss und vielen Dank an Sie und an dich für die gute Unterstützung während dieses Webinars. Dankeschön.